Heute bastle ich mit euch eine sehr, sehr einfache Weihnachtskarte. Die kann man auch ganz schön mit Kindern machen. Das Einzige, was wir brauchen, ist etwas Buntpapier. Das ist ziemlich egal, was für ein Papier eigentlich. Man kann ja auch ganz normalen Papppapier nehmen, wie hier, wie ich schon genommen habe. Und ein bisschen aufgepimpt habe ich die Karte mit etwas Glitzer. Und oder auch ganz normalen Buntpapier. Ein Stück Tonpapier brauchen wir für die Karte. Man kann aber auch so eine machen, die man aufmachen kann. Ich wollte jetzt euch nur zeigen, wie ich den Baum gemacht habe. Der ist ja super, super einfach. Für die Sterne habe ich so ein Stanze benutzt und ein All-Over-Band für die kleinen Sterne von Paper Poetry. Das ist aber Geschmackssache, man kann es hier dekorieren, wie man es möchte. So, jetzt fange ich an und zwar mit ein bisschen Glanzpapier. Das ist so ein Papier zum Sternbasteln. Und ich fange an zu einzurollen, bis ich so ein Röhrchen habe. Dann erstmal aufhören. Hier ein bisschen Kleber auftragen. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Das einrollen. Ein bisschen fester drücken, dass es klebt und ein bisschen formen. Und mit einer Schere abschneiden. Dann haben wir jetzt ein Röhrchen und hängt davon ab, wie groß wir den Tannenbaum haben wollen, fangen wir jetzt einfach mal an, so weitere Röhrchen zu machen und jedes weitere dann einfach 1 bis 2 mm kürzer machen. Wenn wir schon alle Röhrchen haben, nehmen wir doppelseitigen Teser. Man kann aber auch normalen Kleber benutzen, wenn man es möchte. Ich benutze gerne doppelseitigen Teser, weil es sich damit viel sauberer arbeiten lässt. Man schaut mal, wo ungefähr der Baum wird. Ich klebe es in der Mitte. Mache die Folie ab und fange an, dann die schon von mir vorbereiteten Röhrchen zu kleben. Das hält dann auch ganz gut, wenn man Angst hat, dass es dann aufgeht, dann kann man auch mehr doppelseitigem Teser machen. Versuchen, dass es einigermaßen von beiden Seiten gleich ist. Und so weiter und so fort klebt man die Röhrchen auf dem Teser. So einfach geht das. Wie gesagt, immer ein paar Millimeter kürzer. Okay, der Klebestreifen hat nicht gereicht. Dann schneide ich jetzt noch ein kleines Stück für die letzten zwei, die ich noch habe. Wie gesagt, es hängt davon ab, wie groß der Tannenbaum sein soll. Kann man auch kann man entsprechend mehr oder weniger Röhrchen machen, bis es dann irgendwann dann fertig ist. Und jetzt werde ich auch noch den Baumstamm machen. Da habe ich auch so ein kleines Röhrchen schon gebastelt. Da klebe ich den doppelseitigen Teser drauf und mache die Folie ab. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht wäre auch sinnvoller gewesen von mir, dass ich das auf der Karte klebe und nicht auf das Röhrchen. Es geht die Folie ganz, ganz schwer ab. So, jetzt habe ich es doch hinbekommen.
Und das klebt man einfach hier ein bisschen zentral unten. Und jetzt haben wir schon den Tannenbaum. Was ich gemacht habe, ist auch ein bisschen doppelseitig im Tees auf ein paar ausgestanzten Glitzersternen geklebt. Die klebe ich einfach auf den Tannenbaum. Ganz einfach. Und die Kombination Rotglitzer mit dem Glanz, mit dem gräulichen Glanzpapier finde ich sehr schön. Und fertig ist unsere Karte schön. Man kann an der Seite auch Schneeflöckchen draufkleben oder Sternchen oder wie man es möchte oder ganz, ganz dezent lassen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mein Video geschaut habt. Bis das nächste Mal. Tschüss!